Willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, hallo, Shika Hansa. Lasst sich sehen. Ja, Innenteile, ja, ist nicht so nett, aber das. Ja. Ja, ist jetzt nicht so detailreich gemacht, aber. Das Sitzen, verschiedene Farben, wenn man so ist. Es ist jetzt nicht ganz das Beste, aber es ist auch nicht das Schlechteste. Und drinnen, wie siehst du aus? Kann man das eigentlich machen, das Mitfahrt? Weiß nicht. So mitfahren? Wir setzen uns aufs Dach, come on. Dann suchen wir uns jetzt eine schöne Perspektive, wo man auch ein bisschen was sieht. Vielleicht so. Mal so mitfahren. Ja, so ist okay. So ist okay für mich. Was? Nehme ich. Dann fahren wir jetzt einmal mit. Jetzt haben wir schon genug Schnellzüge auf der Anlage. Klar, es werden dann noch welche kommen. Zum Beispiel nach Altach rein, weil da können wir ja auch noch was machen nach Altach. Von Altach einmal auf die komplett andere Seite. Also da haben wir noch einige Möglichkeiten. Aber jetzt geht es erst einmal von Wiener Neustadt nach Rio. Und da bin ich schon gespannt drauf. Ja, Passagiere steigen schon ein. Sehr gut. Wir haben 7 von 142 Passagieren. Das ist... Ja, für die erste Fahrt ist es eh okay. Das passt schon so. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das ist, wie lange wir da brauchen. Dann würde ich sagen, jetzt dürfen wir fahren. Okay, passt. Dann fahren wir jetzt auch. Ja. Also für uns geht es jetzt da mal raus, genau. Und dann geht es jetzt auf unser Gleis, oder? So macht er das und da dürfen wir rüber, ja. Noch keine Anzeichen von Schnellzug, noch ist er sehr langsam. Aber ich hoffe, das zeigt er dann gleich, was er drauf hat. Wenn nicht, dann haben wir die Strecke schlecht gebaut. Aber das werden wir gleich sehen, wie wir sie gebaut haben. Noch immer die 33 haben wir. Jetzt geht's los. Sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt geht's los mit dem Beschleunigen. Da ist er auch sehr schnell. Ja, die 100 km/h haben wir schon. Kein Problem, 100 km/h haben wir schon. Aber der Zug, der kann natürlich noch mehr. Wir fahren jetzt mal raus und gucken uns jetzt die Strecke an. Also da geht es jetzt ein Stück gerade, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, auch das passt. Grün, grün. Dann geht es hier weiter, ja. Fahren wir da eigentlich dann noch an Wien vorbei oder hier nicht? Ja, wir schauen. Ein bisschen ran fahren wir schon an Wien. Aber wir fahren ja vorbei. Wir bleiben nicht stehen in Wien. Ich finde, der Zug passt. Passt schon. Jetzt haben wir 200 km/h drauf. Ja. Das ist doch mal schon sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wie das da klappt mit der Geschwindigkeit. Da fahren wir jetzt an Wien vorbei. Genau. Das war's jetzt mit Wien. Jetzt fahren wir wieder weg von Wien. Mehr sehen wir da nicht. Ist doch okay. Und weg sind wir da wieder. Das passt. Kann er da auch gut die Geschwindigkeit aufnehmen?
sieht ganz so aus, als würde das gut klappen. Ja, passt. 240 haben wir schon, aber der Zug kann natürlich noch mehr. Mal schauen, ob er das auch gut erreichen wird oder ob er irgendwann wieder abbremsen muss. Aber bis jetzt alles noch gut. Wusch, da geht's hinein, genau. Und jetzt müsste er auf der Maximalgeschwindigkeit sein, 260 kann er. Hier haben wir jetzt, genau. Es klappt doch sehr gut, muss ich sagen. Das klappt sehr gut bis hierhin. Dann schauen wir mal, wann uns der andere entgegenkommt, der zweite. Aber das werden wir dann gleich sehen. Für uns geht es jetzt mal da weiter. Vorne geht es dann aus dem Tunnel hinaus. Da sind wir jetzt schon draußen. Auch sehr schön. Auch das hat ganz gut geklappt. Und jetzt sind wir im viergleisigen, sechsgleisigen Bereich. Und da sehen wir jetzt, wie schnell wir eigentlich sind. Dampflok. Ganz weit hinten. Ja, sehr nett. Sehr nett. Aber wir sind hier erst in Hamburg. Ja. Das hier ist Hamburg. Genau. Und da fahren wir jetzt auch vorbei. Mal schauen, wie viel man von der Stadt sieht. Ja, da sehen wir den anderen schnellen Zug. Aber der kann ja nur 200. Würde ich dann mit 200 nicht als Schnellzug sehen. Aber schon als etwas schnelleren, aber nicht als Schnellzug. Aber wir sind ja in einem Schnellzug. Mit 260, ganz klar. Und die 260, die können wir erstaunlich gut halten. Ja, das passt doch. Dann wird auch seinem Namen Schnellzug gerecht. Das ist doch. Da haben wir auch mal eine schnelle Verbindung von der einen zur anderen Seite. Das ist sehr nett, würde ich sagen. Mal schauen, kommt da noch ein Zug oder nicht. Also wieder der Kollege, der fährt nach Hamburg und dann nach Wien. Wir fahren ja von Wiener Neustadt nach Rio und von Rio nach Wiener Neustadt. Ja, sehr nett, sehr nett. Sehr nett eigentlich die Strecke. Das macht er auch sehr gut, der Zug. Muss man sagen, das macht er gut. Und da vorne sehen wir schon den Bahnhof. Und dann geht es auch gleich rein in Rio. Okay, jetzt muss er wieder abbremsen. Hier muss er bremsen, der Zug. Ist aber kein Problem, weil da geht es ja gleich nach Rio. Da vorne ist ja schon der Bahnhof. Ja, hat er gut gemacht. Auch, dass er die Geschwindigkeit so lange gehalten hat, finde ich sehr gut. Da sehen wir noch einen Zug. Hallo, Kollege. Er fährt nach Amstetten, der Zug. Da ist der andere Zug. Ja, dann lass uns da mal reinfahren. Bahnhof. Also, let's go. Ja. Und dann noch einmal da hinein. Klappt sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ist doch nett. Passt. Dann haben wir das auch gesehen. Viele steigen aus. Ja, drei sind da noch. Hast einmal außen, drei wollen in die andere Richtung. Ja, ist nett, ist nett, ist nett. Mhm. Dann, wie sieht es hier aus? Auch ganz gut. 5, 3, ja, passt. Dann da. Wow, 16, wollen. Ist die innere oder was? Okay. 62. Mhm. Hast du. Dann wie viele haben wir da?
Einmal eine Person. Ja. Und da. 5. Okay. Und dann sind wir wieder hier angekommen. 5 und 3. Ja. Ich finde das einfach genial, dass wir sowas hier in der Stadt haben, die einfach eine Bahn, die einmal rundherum fährt. Also so U-Bahn-mäßig halt. Das haben wir ja hier auf dem Stück. Da haben wir es jetzt nicht so U-Bahn-mäßig gebaut. Hier wieder ein bisschen. Aber es sieht groß und ganz, es ist ganz nett gemacht. Ja. Ja, ist doch ganz nett, oder? Passt. Da haben wir das auch gesehen, die Linie. Wo ist er jetzt? Da. Können wir uns jetzt eigentlich mal einen anschauen. Und dann werden wir hier gleich sehen, welcher der beiden zuerst ankommt. Kommen sie schon? Wo sind sie? Da hinten sind sie. Und dann wie viel schneller er hier ankommt. Schauen wir uns dahin. Oder da. Da. Guck. Der ist jetzt schon da. Wie viel hat er? Ja, 190, das passt. Und wo ist der andere? Der kommt jetzt erst. Mit 140. Hat aber auch ganz gut Passagiere drinnen. Sehr nett. Wie viele haben wir denn? 3, ja, passt. Und der vorherige, wie viele hat der drinnen? Der andere? Was bist du? Rio Wien, nein, nicht Rio Wien, sondern ist er da? 0. Ah, der hat noch nichts mit. Okay. Und wie viele warten da jetzt auf die Linie? Also werden wir das gleich erfahren. Jo! Einfach 100. 17, ja. Also da haben wir auf jeden Fall eine gute Nachfrage geschaffen. Wo wollen die hin? Ah, da wollen die hin. Brauchen wir eigentlich auch noch jetzt mehr Busse auf die Linie. Wir sind hier drinnen. Das ist der, der da gleich ankommt. Und wie viele warten? Da, was haben wir da? Wird da gut abgeholt? Ja, geht's. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Bist du voll? Ja, der ist voll. Und der vorherige? Wo ist er? Der Kollege von vorher? Was bist du? Voll? Ja, klappt sehr gut. Und du? Wie viel hast du drin? Auch okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Kontrolle. Passt auch alles? Ja, passt alles. Aber wir brauchen dann auf unserer Buslinie noch ein bisschen mehr. Ja. Und ich mache in Rio eigentlich immer wieder neue Busse. Ich darf aber nicht, wenn die voll ankommen, ne? Nö. Junge, jetzt wird er wieder voll. Ein paar mitgenommen, ein paar mitgenommen. Wir haben hier irgendwie so unglaublich viel Verkehr. Und diese Umfahrungsstraße, die bringt auch nichts. Die können wir wieder wegnehmen, weil die bringt ja keine Entlastung in diesem Sinn. Ja. Ganz nett gab und zu, aber so viel hat sie dann auch nicht gebracht. Weil dann stehen sie halt da und dann ist besser die von da rein. So, das passt schon mal. Ja. Dann wollte ich da hinten noch mal gucken. Schauen wir mal da.
20 sind es da, Jubiläer, da haben Städten. Städten wollen die alle. Da wollen die hin. Mhm. Da sind auch gut Passagiere drinnen. Dreht dann. Ja. Da sind gut Passagiere drin. Aber wir wollen jetzt mal wieder nach einer Neustadt. Was haben wir da in Wien? Das ist eh diese Linie, ja. Passt. Oder finde ich da den Bus dazu? Da ist er doch. Beeil dich mal. Wir klonen dich mal. Verkaufen die anderen jetzt. Und setzen dann noch zwei. Machen wir mal zwei weitere drauf. Oder wir nehmen halt welche mit mehr Kapazität. Aber ich glaube, da geht es eher um die Menge an Strecke, weil die da nicht so oft hinfahren dahin. Oder? Und die warten dann halt unewig. Und da, wie sieht's da aus? Wie sieht's da mit Verkehr aus? Müssen die viel warten? Stehen da viele an? Eher nicht. Da haben wir genau die richtige Anzahl an Bussen. Ja, das ist doch gut. Kann ich euch noch daran erinnern, wo wir den da hingestellt haben? Jetzt haben sie den schon zugebaut. Ja. Den Turm hier. Eigentlich den Turm hier haben. Industriegebäude, der Turm? Nein. Aber warum haben wir das hier? Das sind die Blicksitze. Habe ich hier mit? Nein. Aber da warten noch gar keinen drauf auf die. Fährt der jetzt nach? Wohin fährt er? Köln, Hamburg, ja, natürlich nicht. Wo fährst du? Wien, Süd, ja. Aber das wird sich dann schon wieder regulieren, dann machen die das schon. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Schlumpf. Tschüss. Schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Mittag. Macht's gut, euer Schlumpf.